Hallo, schön, dass du wieder dabei bist zu meinem Programm Fit in 4 Wochen, Yoga meets Pilates. Ich hoffe, du hast die letzten 3 Wochen ein paar Mal die Zeit gefunden, die Programme zu praktizieren, weil in diesem 4. Programm wollen wir jetzt alles so ein bisschen zusammenpacken und einfach mal schauen, wie fit wir schon sind und ob wir unsere Fitness noch ein wenig steigern können. Lass uns beginnen. Wir starten wieder in einem Vierfußstand. Du bringst deine Hände wieder unter die Schultern, schau, dass du die Finger gut auffächerst, die Knie unter die Hüfte. Und um es zu erwärmen, roll dich wieder ein, Wirbel für Wirbel. Dabei den Bauch flächig nach innen ziehen, Kopf und Nacken lässt du gehen und entspann dich ein wenig auf. Atme hier tief ein, ausatmen, dich wieder zu runden. Bauch flächig dabei nach innen zu ziehen und mit dem Einatmen dich wieder lang zu strecken. Einmal noch, werde rund. Und spann dich wieder auf. Du setzt deine Zehen auf und schiebst dich von hier aufs hoch in deinen ersten herabschauenden Hund. Finde die Länge und die Weite. Kopf und Nacken sind entspannt. Kannst ein wenig walken, abwechselnd die Fersen Richtung Boden schieben, um die Länge in der Beinrückseite noch mehr zu finden. Und jetzt machen wir aus diesen 2, 3 Übungen so einen kleinen Mini-Flow. Mit dem Einatmen komm zurück in deinen Vierfußstand und ausatmen taucht zurück in dein Kind. Einatmen, hol dich hoch, Vierfußstand und ausatmen, schieb dich lang in den Hund. Einatmen, Vierfußstand, ausatmen, zurück ins Kind. Einatmen, Vierfußstand und ausatmen in deinen Hund. Ein letztes Mal ein. Setz dich nach hinten aus. Einatmen, finde hoch, Zehen aufsetzen und ausatmend, komm in deinen Hund, bleibe hier, finde den Atem. Lass Kopf und Nacken entspannt sein, wieder gut die Sitzbeinhöcker hochziehen, damit Raum und Länge entsteht. Atme tief ein, ausatmend, schau nach vorne und setz beide Füße wieder vor zwischen deine Hände. Schau, dass die Füße hüftweit geöffnet sind, Knie soft und lass dich über die Beine aushängen. Das Kopf und Nacken gehen. Wenn es dir gut tut, wieder den Kopf ein bisschen lockern und schütteln. Löse dein Kiefergelenk. Und dann beug die Knie mehr. Gib dem Rücken ganze Länge, halt den Bauch und über die Bauchkraft lass dich nach oben auftauchen. Einatmen, Arme lang. Und ausatmen, hol dir die Hände vor den Herzraum. Mit dem Einatmen hier wieder lang fächern und strecken und ausatmend, Knie soft, tauche über deine Beine ein. Lass den Nacken gehen. Mit dem Einatmen länge den Rücken. Gerne die Knie dabei mehr beugen, dann ist es einfacher. Und ausatmen, lass dich wieder über die Beine tauchen. Nochmal einatmen, länge dich. Und ausatmen, tauch tief. Wir gehen weiter, einatmen, länge dich. 2 große Schritte zurück in deine Brettposition. Zieh die Fersen über die Zehen, halt den Unterbauch und schieb die Hände ganz kraftvoll in die Erde. Komm im langen Weg oder über deine Knie. Ausatmen tief für Chaturanga Liegestütz. Leg dich ganz ab. Schulterblattblätter wieder tief. Kopfkrone strebt in die Länge. Und aus dieser Länge hol dich einatmend in die Cobra. Und komm ausatmend zurück. 2-mal mehr. Einatmend, länge dich. Ausatmen, komm zurück. Und einatmen, hol dich hoch. Und schieb dich mit der Ausatmung zurück in deinen herabschauenden Hund. Finde wieder die Länge im Rücken. Und denke dran, du kannst jederzeit im Hund die Knie beugen, wenn es mit gestreckten Beinen noch nicht ganz passen mag. Atme nochmal ein. Vollständig aus. Schau nach vorne, setz beide Füße wieder vor. Länge den Rücken hier mit dem Einatmen und Ausatmen. Tauch über die Beine. Beug die Knie mehr. Langer Rücken, halt die Kraft im Bauch und tauch nach oben auf. Ein. Hände vor den Herzraum. Aus. Wir lassen das fließen. Einatmen, strecke dich. Ausatmen, tauch über die Beine. Einatmen, gib dem Rücken ganze Länge. Und ausatmen, setz beide Füße wieder zurück in dein Brett. Halte es kurz, Atem fließt. Und mit dem nächsten Ausatmen im langen Weg oder über die Knie, tauche in die Erde ein. Schultern tief,
Aus der Länge einatmen, die Kobra. Und ausatmen in deinen herabschauenden Hund. Strecke dich. Lass den Atem fließen. Und wir gehen durch unseren kleinen Flow und den Kriegerflow. Schau nach vorne. Rechter Fuß setzt vor. Hinten die Ferse über die Zehen ziehen. Halt den Bauch und komm nach oben für deinen Krieger 1. Stolz und kraftvoll. Schultern wollen wieder tief nach unten. Und dein Schambein holst du ein wenig nach oben. Länge dich hier. Atmest ein, ausatmend, finde aus der Mitte des Körpers in die Rotation zur rechten Seite. Du streckst die Arme dabei lang, schau, dass die Hüfte weiter nach vorne zeigt und hol dir diese Rotation aus der Mitte des Körpers. Mit deinem nächsten Einatmen komm zurück in deine Krieger 1 und mit dem Ausatmen, mit dem nächsten Ausatmen finde hier in den Krieger 4 und länge dich hier, strecke dich. Atem fließt. Achte darauf, die Ferse hinten bleibt immer oben. Und verbinde das mit dem Atem. Einatmen, komm hoch, Krieger. Ausatmen, komm in deine Rotation. Mit dem nächsten Einatmen zurück in Krieger 1. Und ausatmend eintauchen in deinen Krieger 4. Noch einmal einatmen, Krieger 1. Ausatmen in den Twist. Einatmen in den Krieger 1 zurück und ausatmen Krieger 4. Halt ihn nochmal, zwei Atemzüge, länge dich, der Bauch hält dich hier. Und dann bring die Hände zur Erde. Und wir finden wieder in unseren Hüftbeuger-Stretch. Der begleitet uns ja jetzt schon bei allen vorherigen Werde-Fit-in-4-Wochen-Programmen. Und vielleicht kannst du jetzt schon wahrnehmen, dass hier mehr Raum und Weite entstanden ist in der letzten Zeit. Und wenn du das jetzt ein wenig intensivieren magst, stütze dich ab, bring die Hände an den unteren Rücken, länge dich aus dem Herzraum und kombiniere das hier mit einer sanften Rückwärtsbeuge. Lass dein Kiefergelenk gelöst. Atme. Nochmals tief ein und aus. Hände zur Erde. Streck das hintere Bein, hol dich zurück in deinen herabschauenden Hund. Finde den Atem und schau, dass du mit dem Ausatmen jetzt wieder gut deine Mitte, dein Core aktivierst. Zieh den Unterbauch und den Bauchnabel flächig nach innen oben. Wir schieben hier wieder eine kleine Core-Sequenz ein. Das heißt, du lässt das rechte Bein nach oben schweben. Atme ein und ausatmen, tauche ein in dein Brett. Entweder Stufe 1 setzt du den Fuß wieder ab oder lass ihn schweben. Schau, was passt für dich. Und dann schieb dich kraftvoll wieder nach oben. Länge dich bis in die Zehen. Atme ein, ausatmen, nochmal. Tauch tief und lass dich schweben. Wenn es zu viel wird, setz den Fuß einfach ab. Halt die Mitte, halt dein Chor. Und nochmal, streck dich hoch, länge dich. Atme. Um dann wieder tief zu tauchen, lass es eventuell nochmal schweben. Dann setz beide Beine ab, dreh beide Füße auf. Kraft in diesen rechten Arm und steig auf für den seitlichen Winkel. Atme. Schenk dir selbst aber ein Lächeln. Dann ist es nicht ganz so anstrengend. Komm zurück in dein Brett. Atme ein, über den langen Weg oder über die Knie in den Liegestütz ausatmen. Einatmen. Deine kleine Kobra, ausatmen in deinen Hund. Wieder ankommen, den Atem finden. Unser Kriegerflow auf der linken Seite. Setz den linken Fuß vor, zwischen deine Hände. Hinten die Ferse wieder kraftvoll über die Zehen gezogen und hol dich nach oben. Atme. Wieder dran denken, vorne das Knie steht über der Ferse und du holst das Schambein ein wenig hoch. Aus der Mitte deines Körpers rotiere dich auf, zur linken Seite spann dich auf. Lass die Augen konzentriert an einem Blickpunkt am Boden ruhen, denn es ist einfacher. Und dreh dich zurück zur Mitte, atme hier ein. Ausatmend, Krieger 4. Atem fließt, du willst auch hier wieder eine Länge finden. Von der Schulter bis zur Ferse. Verbinde das mit deinem Atem. Einatmen, komm nach oben.
Ausatmen, dreh dich auf. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, Krieger 4. Und ein. Twisten, aus. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, Krieger 4. Bleibe, Atem fließt. Immer wieder die Kraft in der Mitte finden. Setz die Finger ab. Und bring hier für den Hüftbeuger-Stretch wieder Knie und Fußspann zur Erde. Atme. Und immer darauf achten, lass dein Kiefergelenk entspannt. Atme. Und gerne hier bleiben. Vielleicht möchtest du das steigern, dann hol dich hoch. Bring die Hände auch hier in den unteren Rücken. Lass die Schulterblätter tief schmelzen. Und öffne noch ein wenig den Herzraum. Nur tief ein- und aus. Und dann finde zurück in deinen herabschauenden Hund. Unsere kleine Core-Sequenz auf dieser Seite. Schauen, dass du mit dem Ausatmen wieder gut den Unterbauch und den Bauchnabel flächig aktivierst. Und dann lass dein linkes Bein nach oben aufsteigen. Atme ein. Ausatmend tauch in dein Brett. Lass das Bein schweben oder setz die Zehen ab. Schau, was passt. Und dann steig wieder auf. Länge dich bis in die Zehen. Atme ein. Ausatmend in dein Brett. Und einatmen. Und ausatmen. Gleich geschafft. Einmal noch. Einatmen. Und ausatmen. Lass es schweben. Atem fließt. Beide Füße seitlich absetzen. Und finde hier in die seitliche Stabhaltung. Rechter Arm strebt nach oben. Atme. Und finde zurück. Auf die Knie. Und wir haben ja in den letzten Wochen unsere Push-Ups optional freigestellt. Und jetzt wollen wir sie mal wirklich bewusst praktizieren. Wenn du merkst, oh, das geht gar nicht, ich komme da irgendwie nicht runter, mach sie klein, mini. Wichtig ist nur bei einem Push-Up, dass du wirklich eng bist, ne? Dass die Ellenbogen ganz eng am Körper sind. 3 Stück, schaffst du mit mir? Here we go. Einatmen, ausatmen tief. Einatmen hoch und ausatmen tief. Halt den Bauch ein und aus. Und schon geschafft, lass dich nach unten eintauchen und leg dich ganz ab. Mach ein Päckchen mit den Händen, leg die Stirn ab. Und wenn es sich gut anfühlt, hier ein wenig das Becken hin und her rollen. Atme durch. Um dann wieder gut die Kraft von innen heraus aufzubauen, machen jetzt eine kleine Sequenz auch für den unteren Rücken. Das gehört ja auch für den Core dazu, nicht nur die Stabilität im Bauch, sondern auch im unteren Rücken. Und jetzt bring die Arme seitlich an den Körper, zieh die Kopfkrone lang nach vorne, die Nase zeigt Richtung Matte. Länge dich bis in die Zehen. Bau dir die Grundkraft wieder auf, ne? Also Bauchnabel, Unterbauch nach innen oben und Sitzbeinhöcker zueinander. Und mit deiner nächsten Einatmung heb den Oberkörper von der Matte ab, über die Rückenkraft dich hochzuholen und hol dich langsam wieder zurück. Einatmen, lift ab. Ausatmen, zurück. 2-mal mehr. Einatmen, komm hoch. Und ausatmen, tief. Nochmal einatmen, hoch. Und ausatmen, tief. Bring die Hände in einen Flechtgriff. Und einmal mehr, hol dich hoch. Halt die Kraft von innen. Wenn es sich gut anfühlt, nimm die Beine mit, aber mit der Idee, dass die Zehen lang sich nach hinten strecken. Finde hier die Länge. Atme. 2 tiefe Atemzüge noch. Immer wieder ganz bewusst den Chor von innen heraus stabilisieren. Und sanftes Auflösen, mach ein Päckchen und leg die Stirn ab. Und dann stütz dich seitlich ab, hol dich hoch zum Knien. Heute baue ich noch eine Rückwärtsbeuge aus dem Yoga mit ein.
Und ich gebe dir mehrere Stufen. Schau mal, was genau jetzt für dich passt. Länge dich. Konzentrier dich darauf, dass du wieder gut die Mitte aktivierst. Und stell die Zehen hinter dir auf. Stütze den unteren Rücken. Wir gehen ins Kamel. Sitzbeinhöcker zueinander schieben, dass der Beckenboden mitarbeitet. Und wirklich zu schauen, ich halte meine Grundspannung im Bauch. Schieb die Hüfte ein wenig vor, länge dich noch mehr. Und aus dieser Länge mit dem Einatmen tauche sanft zurück. Halt die Grundspannung im Bauch, atme. Und wenn du merkst, ach, fühlt sich gut an, eventuell geh weiter mit mir. Schieb die Hüfte vor, halt die Länge im Rücken, also diese Länge, die nach hinten strebt. Und dann schau mal, ob es passt, die Hände bis zu den Fersen zu bringen. Sitzbeinhöcker streben immer noch zueinander. Atme, schenk dir ein Lächeln. Nochmals tief ein und aus. Hol dich zurück nach oben. Setz dich nach hinten auf die Fersen ab. Und gönn deinem Rücken eine kleine Entspannung, indem du nach vorne eintauchst für die Kindsposition. Vielleicht magst du hier ein Päckchen machen mit den Händen und die Stirn ablegen. Atme. Zwei tiefe Atemzüge mehr. Und dann hol dich nach oben, setz dich seitlich ab. Und wir kommen wieder zu unserem kleinen Bodenprogramm für unsere Mitte, für unsere Pilates-Übungen. Finde den Atem. Zieh wieder mit jedem Ausatmen den Bauch flächig nach innen oben. Mit dem Einatmen streck dich hier nochmal. Ausatmen, zieh den Bauch ein, höhle den Bauch und lass dich hierüber langsam gerundet zum Boden eintauchen. Und leg dich ganz ab. Hol dir die Fersen ein wenig näher zum Gesäß. Finde den Atem. Und denke dran, jetzt wirklich ganz achtsam mit jedem Ausatmen wieder die Grundspannung aufzubauen. Wir starten mit einem Single-Leg-Stretch. Zieh das rechte Knie heran. Hol den Oberkörper nach oben. Schau, dass das Brustbein geweitet bleibt. Und du hast hier wieder die Orange eingeklemmt. Und lass das linke Bein im 45-Grad-Winkel schweben. Einatmen, wechsel das. Ausatmen, wechsel. Erstmal ganz bewusst langsam. Ein und aus. Und ein und aus. Halte die Grundspannung auch mit dem Einatmen. Denk dran, das Core möchte die ganze Zeit überarbeiten. Noch einmal, zieh beide Knie heran und löse kurz auf. Stell die Fersen auf, Atem fließt. Wir gehen in Double Leg Stretch. Wenn du merkst, das ist nicht ganz so wirklich meins, ich zeige es in mehreren Stufen und du schaust mal, was passt jetzt für mich. Ja? Du atmest ein, ausatmend höhle den Bauch und hol dich wieder ein wenig von der Matte weg. Wieder die Orange unter dein Kinn geklemmt. Lass den Atem noch für den Moment fließen und zieh die Knie hier an. Du atmest tief ein mit dem Ausatmen. Schambein zieht Richtung Bauchnabel. Möchtest du die Beine im 45-Grad-Winkel strecken? Die Arme gehen mit. Einatmen, zieh die Beine ran. Ausatmen, streck dich. Und wenn du merkst, es ist mir too much, geh nur so ein wenig in die Beinstreckung. Ja? Du musst gar nicht lang strecken. Ausatmen, länge dich. Und ein und aus. Immer wieder die Mitte aktivieren. Ein und aus. Letztes Mal ein und aus. Und löse auf. Setz die Füße ab. Und entspanne hier und atme tief durch. Du holst dir dann ein Bein heran, greifst am Oberschenkel, über die Bauchkraft den Bauch wieder gut höhlen, hol dich nach oben und finde in den Langsitz. Und zum Abschluss gönnen wir uns noch eine Vorwärtsbeuge aus dem Yoga. Das heißt, du fleckst die Füße, längst dich bis in die Kopfkrone, atmest ein, ausatmend wieder den Bauch höhlen, flächig einziehen und dann lass dich über die Beine tauchen.
Kopf und Nacken entspannt. Deine Hände greifen nach den Füßen oder nach deinen Unterschenkeln. Und wenn du merkst, der Zug ist mir hier zu groß, holst du dir die Knie ein wenig heran und beugst sie. Und genieße das. Es darf ein entspanntes Dehnen über die ganze Länge deines Rückens sein. Mal für 2 Atemzüge mehr. Mit deinem nächsten Einatmen hol dich mit langem Rücken zurück nach oben und finde einen bequemen Sitz. Und wenn du magst, kannst du dir auch gerne noch ein paar Minuten Entspannung in Rückenlage gönnen. Und ich hoffe, du hattest Spaß. Nämlich das ist das Wichtigste. Spaß mit meinem 4-Wochen-Programm. Und wenn du merkst, es hat mir richtig gut getan, kannst du es jederzeit auch die einzelnen Sequenzen immer mal wieder für dich nutzen, um Yoga und Pilates für eine kraftvolle Mitte gut zu kombinieren. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.